Manchmal fordert mich der Herr in meinem Glaubensleben heraus, ihm für mehr zu glauben. Den Glaubenshorizont oder den Glaubenslevel, den ich mir selbst gesteckt habe, zu erweitern, zu überspringen, in etwas mehr hineinzukommen. Den Glaubenshorizont zu vermehren durch das, was er mir schenken möchte. Mehr zu glauben für Wunder und Zeichen, für Krafterweis aus seiner Hand. Für mehr, was er durch mich tun möchte, zu glauben. In der Bibel lesen wir über unseren Glauben. Da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Du kennst das sicher auch aus deinem Leben, dass du hörst, dass der Herr dir einen kleinen Auftrag gibt. Du sollst jemanden trösten, du sollst vielleicht jemanden ermutigen, du sollst für einen Kranken beten. Und du weißt, dass der Herr das sehr gerne möchte, dass du das tust. Und dann passieren meistens zwei Dinge. Entweder du reagierst sofort auf diesen kleinen Auftrag und du führst ihn aus, ohne Zweifel, im Glauben, dass der Herr mit dir ist und der Herr das tut, was er möchte. Oder du beginnst im Natürlichen zu argumentieren, logische Gründe zu finden, warum jetzt das nicht geht, was der Herr dir als Auftrag gegeben hat. Wenn es darum geht, jemanden zu trösten, dann sagst du vielleicht, ich bin selber im Moment traurig, wie soll ich da jemand trösten? Oder wie soll ich für jemanden beten, wenn ich doch selber krank bin? Ich habe so wenig. Was kann daraus schon Gutes kommen? Mir fiel die Begebenheit aus dem Neuen Testament ein, wo Jesus viele, viele Menschen mit Essen versorgt, obwohl es nur eine ganz, ganz kleine Gabe war, die der Junge ihm zur Verfügung gestellt hatte. Dieser Junge war auch mitgelaufen mit den vielen, die Jesus hören wollten. Und er hat in kindlichem Vertrauen das kleine Etwas, dieses bisschen, Jesus zur Verfügung gestellt. Er hat nicht darüber nachgedacht, ob es reichen würde. Oder er hat sich auch keine Sorgen gemacht, was denn die Jünger jetzt wohl über ihn denken würden. Er hat auch nicht befürchtet, dass das irgendwie komisch wäre, wenn er das jetzt tut. Nein, es war das kindliche Vertrauen, das dieser Junge hatte, indem er Jesus das zur Verfügung gestellt hat, was er bei sich hatte. Und das ist genau das, was mich daran erinnert hat, wenn ich denke, das bisschen, was ich habe, reicht niemals. Sondern einfach dahin zu kommen, darin weiterzugehen, im Glauben mich auszustrecken, dass das Wenige, was ich habe, Jesus zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr, ich weiß, du wirst das Beste daraus machen. Ich stelle dir das, was ich habe, was ich bin, alles, was es ausmacht, was ich bin, stelle ich dir zur Verfügung. Und ich weiß, du wirst das Beste daraus machen. Du wirst die vielen sättigen, für die du mich beauftragt hast. Du wirst Menschen durch mich ermutigen. Du wirst Menschen trösten durch meine Worte. Du wirst Heilung schenken, wenn ich bete. Und das ist die Botschaft heute für dich, dass du dich einfach in kindlichem Vertrauen Jesus zur Verfügung stellst, ganz neu. Und sagst, Herr, das, was ich habe, das, was ich bin, das stelle ich dir zur Verfügung. Und ich weiß, du wirst das Beste daraus machen. Ich wünsche dir, dass du da einfach deinen Glaubenshorizont weiter steckst, dass du weiterkommst und dass du dem Herrn glaubst, dass er mehr für dich hat.